So, servus Leute, wir sind hier gerade in der Kabine vom John Deere 6250. Hinten drauf Hermann Hacker, der Heizohaar KMF HM 500 KLF. Da ist ein Palfinger Epsilon-Krone verbaut. Und merke, habe hier so einen Reisighaufe, wo man wegzuhaken habe. Hinten zum Abfahren ist ein Krampe. Da mit einem John Deere 6620, noch ein älterer halt. Und ja, ich bin ja nicht am Hacke. Ja. Vom Korne her, der geht, wenn ich das Teleskop ganz rausfahre, geht er bis zu 8,50 Meter weit raus. Und ja, vom Reisig her, das reiße ich halt immer ein bisschen blind zum Wechsel, weil es halt immer ein bisschen stochig, anstatt wenn du jetzt irgendwie ein bisschen Stammware hast, wo gemischt ist mit Reisig oder so, so muss ich halt immer gucken, dass das gescheit reingeht. Und ich habe jetzt hier die Walze auf 1 senken, also die drückt die ganze Zeit runter mit einer Tonne. Und da unten habe ich noch mein Fußpedal, mit dem ich die Walze hoch und runter heben kann, wenn ich zum Beispiel jetzt die Walze das nicht erwischt, zum Beispiel wenn ich jetzt hier habe. Ich drücke aufs Fußpedal, drücke die Walze hoch, dass sie hochfährt. Ich fährt bis zu 80 cm hoch. Und wenn ich das jetzt hier habe und die würde das nicht kriegen oder so, dann fahre ich nochmal einfach die Walze hoch, fahre ein bisschen weiter rein und lasse es dann so reinlaufen und dann kriegt die das eigentlich jetzt wie zum Beispiel ganz gut. Ja. Marco muss mal immer aufpassen, dass halt relativ sauber hier immer ist. Und dass da nicht irgendwie hier Marker oder so dir die Äste oder irgendwas, so Stämme oder so, dir die Hydraulikschlauch abdrücke, da muss man immer ein bisschen aufmerksam sein. Und ja. Vorne hängt halt dessen John Deere 56, habe ich ja schon erwähnt. Der hat 250 PS auf die Zapfwelle. Der Boost, der hat so einen Boost, dass er dann 300 PS hat, aber der kommt erst, wenn man 1 km/h fährt. Also auf der Zapfwelle hat er nur die 250 PS, aber sagen, die Power braucht er, je nachdem, auf jeden Fall, was er für Material hat. Aber ja, heute ist eigentlich relativ, sag ich mal, geliebtes Material. Da hat er jetzt nicht zu kämpfen. Wir fahren hier auch ein bisschen mit niedrigerer Drehzahl, dass die Spritverbrauchung nicht so hoch ist. Und, ja. Haben wir den Haufen hier noch? Das ist eigentlich gut. Könnte man sich eigentlich fast mal wieder umstellen. Muss man immer gucken, dass man auch nicht so viel mit, dass man den Teleskop wieder einfährt und dass man nicht so viel mit dem Teleskop schafft. Und dann mache ich jetzt zum Beispiel hier auch immer die Walze ein bisschen hoch, damit ich einfach ein größeres Maul habe, vorne 60 cm breit. Wenn ich jetzt das da hoch mache, ist halt alles immer so stochig. Dann lasse ich das meistens immer erstmal hier so packen, legen, also leg's hin. Und man muss es halt immer dann ein bisschen gucken, dass man das gebündelt zusammenfasst und dass die Hälfte immer rausgeht. Und das ist halt immer ein bisschen, ja, nicht einfach manchmal, dass er das erwischt. Ich denke, jetzt hat er es gleich. Und dann muss man das halt ein paar Mal packen und immer ein bisschen tricken. So. Packen wir das da hinten nochmal. Und dann halt immer runter auf den Boden drücken, damit er das da in die Rolle kriegt. Manchmal hängt dann auch irgendwie ein Ast zwischendrin oder so, wo dann blockiert und das siehst du nicht, deswegen muss ich halt immer gucken, dass da, ich sehe zum Beispiel da, dass es da ist. Jetzt kann ich runter machen, jetzt weiß ich eigentlich, dass er es kriegt. Genau. Ja. Inne der Enger ist auch bald. Das kriege ich immer noch Fuß. Ja, eine fünfte hinne. Ja. Das packt dann immer jetzt so richtig, dann ziehe ich das Teleskop bei und ziehe es mir so her. Ja,
das ist, mache ich mit dem Maul auf. Teleskop muss man halt hier immer einfahren, das ist halt zu lang. Ist dann scheiße, dann kann man nicht hantieren. So, hat er. Also Leute, das war's von meiner Seite aus. Freut mich, dass ihr da zugeschaut habt und dass es euch interessiert. Haut da rein.